Ja, aber was ist es denn nun? Ein Verkehrsunfall oder? Ach, direkt drauf zu, meinen die Zeugen. Dass es so aussah, als wäre jemand absichtlich überfahren worden. Ja, und die Zeugen meinen? Also Mord. Ja, und wo ist das? Naja, das kann ich mir merken. Ja, wie gesagt, der Mann, der Tote hier, kam über die Straße, von dort. Genau von da, so quer rüber über die Straße. Und in dem Moment fährt da hinten ein Auto los. Das er hinten geparkt hatte? Ja, das er hinten geparkt hatte. Fährt also los, ohne Licht. Und gleich so, dass die Räder, dass die Radierten auf dem Boden durchdrehten. So fuhr er an. Und er erwischte den Mann hier frontal und hat ihn auf die Seite geschleudert. Was für ein Wagen war es denn? Marke, Modell, Farbe. Vielleicht haben Sie die Nummer erkannt. Nein, der fuhr ja ohne Licht los. Ja. Und so, als ob er auf den Mann gezielt hätte. So schnurstracks. Na gut, wir werden das alles zu Papier bringen. Wer ist denn der Tote, Harry? Stanz, Jakob Stanz. Wie sieht's aus? Es soll ein Audi gewesen sein, rot. Er hatte geparkt, fuhr plötzlich los, ohne Licht. Ja, das ist prima. Der Zeuge da drüben spricht von allen möglichen Farben, bloß nicht von rot. Wir haben Spuren gesichert. Lackspuren, Metallteile von einem Scheinwerferzierring, Glassplitter vom Scheinwerfer. In die Kleidung des Toten wird untersucht, dann wissen wir genau die Farbe. Die Frage ist, ob Stanz absichtlich überfahren wurde. Da bin ich ziemlich sicher. Warum? Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen der Zeugen sieht es tatsächlich so aus. Es gibt eigentlich keine andere Erklärung. Jakob Stanz, 32 Jahre alt. Haben Sie den Mann schon mal gesehen, vielleicht ein Gast Ihres Lokals? Nein, der war noch nie hier. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Personen, aber den kenne ich nicht. Er heißt Stanz. Stanz? Ja, haben Sie den Namen schon mal gehört? Ja. Naja, also haben Sie den Namen schon mal gehört? Heute Abend. Jemand rief an und sagte, er sei verabredet mit einem gewissen Stanz. Der Mann würde sich bei mir melden. Ich sollte ihn bitten, einen Moment zu warten. Wann war das? Ja, gegen 6:30. Der Tote da draußen, das ist dieser Stanz. Ja, wer hat angerufen? Hat der Anrufer seinen Namen genannt? Nein. Haben Sie vielleicht die Stimme gekannt? Die Stimme, die hab ich nicht erkannt. Vielleicht nicht genau erkannt? Nein, also ich... Der Wirt kennt die Stimme, er hat sie erkannt, da bin ich ganz sicher. Er sagt's nur nicht, aus irgendeinem Grunde sagt es nicht. Ja, vielleicht deckt er irgendeinen Stammkunden von ihm, das könnte sein, ne? Ja, es kann sein. Ja, hier ist es. Hier wohnt Stanz, beziehungsweise wohnte. Muss man nur einen Parkplatz finden. Ja. Sie? Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Ja, wohnen Sie hier? Ja. Ist was passiert? Ja, Herr Stanz ist tot. Tot? Er ist überfahren worden. Ein Unfall? Das wissen wir leider nicht genau. Ja, um Gottes... Kommen Sie einen Augenblick herein, bitte. Das ist der Kleine. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Wie ist denn das passiert? Tja, wie gut kennen Sie Herrn Stanz? Wir sind Nachbarn seit Jahren. Wir kennen uns, wie man sich halt als Nachbarn kennt. Er spielt ab und zu mit meinem Mann Karten. Ich helfe ihm ab und zu beim Einkaufen. Ja. Er lebt allein. Ja, ich verstehe schon. Haben Sie ihn heute Abend gesehen? Ja, er hat noch bei uns geklopft. Er hat gesagt, er geht ins Weinhaus die Traube. Traube? Weil er sich dort mit jemand verabredet kennen hat. Kennen Sie das, Luca? Nein. Ja, wissen Sie, wen er dort treffen wollte? Ja, einen Herrn, den er selber nicht kennt. Etwas eigenartig. Ach, wieso eigenartig? Ja, er sollte sich beim Wirt melden. Beim Wirt? Sagen, dass er Stanz ist und dass er erwartet wird. Stanz hat Ihnen nicht gesagt, was diese Verabredung bedeutet, worum es da geht. Nein, das hat er nicht gesagt. Mhm. Ist er dort überfahren worden? Ja, vor dem Lokal, das heißt, bevor es erreichte. Ein Wagen, der da geparkt hatte, der scherte ganz plötzlich aus und überfuhr ihn. Großer Gott. Dabei war er heute so glücklich. Er hat gehofft, dass es ihm jetzt endlich besser gehen wird. Ging es ihm schlecht? Na, er hat seine Stellung verloren. Und gestern hat er mir erzählt, dass er eine Erbschaft machen wird. Das heißt, eine Tante oder Großtante. Eine entfernte Verwandte jedenfalls, die sehr alt ist und völlig allein steht.
Könnte die Verabredung, die Stanz hatte, vielleicht irgendetwas mit dieser Erbschaft zu tun haben? Ja, das weiß ich nicht. Er war nur so gut gelaunt und... Warten Sie mal, er sagte... Da wittere ich was. Die Erbschaft betreffend? Nein, ich glaube, das hing eher mit seiner Verabredung zusammen. Er muss wohl hier umsehen müssen. Und aus seinen Papieren wird sich wohl finden lassen, mit wem er verwandt war. Vielleicht finden wir sogar einen Hinweis, mit wem er sich hätte treffen können. Ich habe Ihnen ein bisschen was zurechtgemacht. Sie werden Hunger haben. Das ist aber nett von Ihnen. Das ist sehr freundlich, vielen Dank. Haben Sie Ihren Nachbarn auch so verwöhnt? Der konnte für sich selber sorgen. Danke. Wissen Sie, das war kein hilfloser Typ. Unordentlich, ja, das schon. Haben Sie was gefunden? Nee, bis jetzt noch nicht. Moment, hier ist was. Zettel. Sieht aus wie eine Notiz, die man sich beim Telefonieren macht. Ein Name zu erwarten. Wer heißt denn das? Oshaupt. Oshaupt? Ja, jetzt erinnere ich mich. Das hat er erwähnt. Seine Tante oder Großtante heißt so. Und das hier? Aus Abendfrieden. Nein, das sagt mir nichts. Noch ein Brot? Nein, danke. Vielen Dank. Du, ich glaube, wir machen hier ein bisschen Ordnung. Und was weiter? Fahr noch mal ins Weinlokal. Danke. Ja, den Wirt fragen, der müsste was wissen. Da ist noch jemand an der Tür. Nicht aufmachen, die Leute sehen ja schließlich das. Was wollen Sie denn noch? Es geht immer noch um den Todesfall vor Ihrer Tür hier. Dabei kann ich Ihnen doch nicht helfen. Sie sehen doch, dass wir geschlossen haben. Nur noch ein paar Fragen. Wissen Sie, der Fall hat eine gewisse Wendung genommen. Es hat sich der Verdacht erhärtet, dass es sich nicht um einen Verkehrsunfall handelt, sondern um Mord. Wie kommen Sie auf Mord? Da ist jemand wie ein Verrückter losgefahren. Ohne Licht. Vielleicht betrunken oder hat einfach nicht aufgepasst. Meine Frau, sie ist genauso entsetzt wie ich. Es passiert ja schließlich nicht jeden Tag, dass man Toten vor der Tür liegen hat, nicht? Also, wer hat sich mit Stanz verabredet? Das hab ich Ihnen doch schon gesagt, ich weiß es nicht. Der Anrufer, der Mann, der Sie gebeten hat, Stanz zu sagen, dass er später kommt. Ich weiß es nicht. Wissen Sie, wer es war? Sie? Sie hat keine Ahnung. Das Gespräch habe ich entgegengenommen. Meine Frau, die weiß überhaupt nichts. Ich habe überhaupt noch nicht mit ihr gesprochen. Gut, dann erklären Sie mir mal, warum der Mann nicht gekommen ist. Er müsste sich doch gemeldet haben, hat er aber nicht, ne? Nein. Ja, gerade das macht ihn ja verdächtig. Überhaupt nicht! Nein. Wieso sind Sie da so sicher? Also der Wirt weiß mehr, da besteht für mich kein Zweifel. Ja. Aber ganz schön nervös, seine Frau auch. Aus Abendfrieden, was könnte das sein? Das klingt so nach Seniorenheim, ne? Mhm. Aha. So sieht also ein Seniorenheim aus. Sieht aus wie ein Ferienheim. Ja. Er sollte es ja auch sein. Aha. Wer ist da bitte? Mein Name ist Derek. Ich hätte gerne mit Frau Oshaupt gesprochen. Frau Oshaupt? Ja, lebt sie nicht hier? Moment mal bitte. Herr Derek, sind Sie Rechtsanwalt? Nein, ich bin von der Kriminalpolizei. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Wie findest du sie? Wie soll ich sie finden? Ich kann noch nichts sagen. Aber für mich waren sie einen unangenehmen Eindruck. Bitte, verliere jetzt nicht die Nerven. Danke. Kommen Sie herein. Kriminalpolizei, sagten Sie. Ja. Sie machen uns ja direkt ängstlich. Guten Tag. Das ist aber gar nicht unsere Absicht. Sind Sie die Besitzerin dieses Hauses? Ja. Ich bin Helene Schübel. Das ist meine Schwester Margarete. Ja, das ist ein sehr schönes Haus. Ja, es ist unser Elternhaus. Es wurde schließlich zu groß für uns beide. Und da sind wir auf die Idee gekommen, so eine Art Pension für ältere Leute daraus zu machen. So bekam dieses Haus seinen Sinn, nicht?
und wir beide angenehme Gesellschaft. Wir nehmen ja höhere Gäste auf, die uns gefallen und die zu uns passen. Ich habe Ihnen hier jemanden vorzustellen. Die Herren sind... Bitte tun Sie es nicht. Wir wollen wie immer versuchen zu erraten, was Sie sind. Ach ja, eine sehr gute Idee. Ja, aber Verzeihung, ich... Nehmen Sie uns doch nicht das Vergnügen. Es muss entschuldigen, mein Herr, aber es ist eine Art Spiel. Ein Gesellschaftsspiel. Ja, das wollte ich ja sagen. Ja, ja, ich weiß, was du sagen wolltest. Ich weiß nicht, ob man amtlich sagen kann, aber Sie vertreten doch was, hm? Sie sind von irgendeiner Firma. Sie sind von einer Behörde. Ja, wie kommen Sie denn darauf? Die Herren können gar nicht von einer Behörde sein. Denn man sieht ganz deutlich, dass sie Humor haben. Auf einer Behörde hat man keinen Humor. Oder jedenfalls sehr selten. Ja, was sagen Sie denn, Frau Osshaupt? Ich weiß nicht, wer die Herren sind. Wir sollten sie es uns sagen lassen. Es sind Polizeibeamte. Und sie wollten zu Ihnen, Frau Osshaupt. Zu mir? Ja, soviel ich verstanden habe, hat man Fragen an Sie. An mich? Fragen? Die Polizei? Ja, was haben Sie denn verbrochen, verehrteste Frau Osshaupt? Die Polizei schickt zwei Leute. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Und infolgedessen sehr neugierig. Wir möchten gerne mit Ihnen allein sprechen. Ach, wir sollen hinausgehen. Hören Sie, mein Herr, wie nenne ich Sie? Ich bin ein ganz einfacher Kriminalbeamter. Ah, na ja, das erfordert Respekt. Aber dennoch, Sie haben es hier mit Leuten zu tun, von denen einer des anderen Freund ist. Was sehr selten ist. Aber was hier praktiziert wird. Das ist richtig. Was nicht gesagt werden muss, sondern... Selbstverständlich ist. Bitte, gehen Sie so lange in den Garten. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich dabei bleibe, Frau Osshaupt? Aber ich bitte Sie, Herr Tante. Darf ich bitten? Danke. Worum geht es denn nun? Sie haben einen Neffen, einen Großneffen. Er heißt... Ach, davon sprechen Sie. Es ist Stanz. Jakob heißt er, glaube ich. Ja, ich habe mehr als 20 Jahre nichts von ihm gehört und höre nun schon zum zweiten Mal von ihm. Er war doch, so hörte ich, gestern bereits einmal hier. Leider konnte ich nicht persönlich mit ihm sprechen. Ich war unterwegs. Er war gestern hier? Ja, gestern gegen Mittag. Ich sagte ihm, dass Frau Osshaupt nicht im Hause sei. Was wollte Herr Stanz? Die Beziehung zu seiner Großtante auffrischen. Guten Tag. Guten Tag. Bin Helene Schübel. Bitte. Die Besitzerin. Ja. Meine Schwester Margarete. Bitte kommen Sie rein. Ein hübsches Haus hier. Bitte, kommen Sie. Ist wirklich alles hier sehr hübsch. So fast im Lande. So ein schönes Haus, Wald in der Nähe. Frische Luft, merkt man gleich. Ja, das ist wahr. Frau Osshaupt ist Ihre, wie sagten Sie doch? Großtante. Mögen Sie etwas trinken? Wenn Sie was haben. Zeig doch mal Herrn Stanz, was wir so haben. Ja, selbstverständlich. Was empfehlen Sie denn? Lassen Sie sich überraschen. Ich liebe einen ganz besonderen Likör. Er ist kräftig und aromatisch. Meine Schwester mag ihn nicht. Sie hat einen anderen Geschmack. Ich hoffe, Sie verstehen etwas davon und können einen Urteil abgeben. Über Likör weniger. Ich habe lieber so einen richtigen Aufreißer. Einen kräftigen, klaren, früher sagt man Kutschenschnaps. Dann werden Sie diesen Likör kaum würdigen können. Ich will niemanden beleidigen. Ich finde ihn zu herb. Ich weiß, Margarete, dass ich dich kränke, aber bitter. Ja, ich finde kein besseres Wort. Bitter. Das will ich nicht sagen. Das ist ein ganz, ganz vorzüglicher Likör. Etwas eigenartig, aber gerade dadurch etwas Besonderes. Sehr gut. Also das gefällt mir, wie Sie das sagen. Eigenartig und dadurch etwas Besonderes. Also das haben Sie fabelhaft ausgedrückt. Mögen Sie rauchen? Zigarren? Wir haben auch sehr gute Zigarren. Ich will sie mal versuchen. Moment mal. Erst die Spitze. Ach so, ja, das haben wir leider nicht. Es geht schon. Okay. Ja, das macht nichts.
Wirklich große Klasse. Ich habe sie gekauft, weil sie so gut aussehen. Sie sehen kostbar aus, nicht? Typisch, Margarete. Wo ist denn nun meine Großtante? Aber soweit ich mich erinnere, erwähnt Frau Oshaupt keinen einzigen Verwandten. Da heißt es nur, ja, sie sei völlig alleinstehend. Hat sie das angegeben? Ja, das hat sie so angegeben. Das kann ich schon erklären, das ist nämlich so. Wir hatten keine Verbindung miteinander, unser Leben lang nicht. Die Schwester meines Großvaters, da gibt es keinen verwandtschaftlichen Verkehr mehr. Das ist eine Erklärung, Helene. Sie hatten keine verwandtschaftlichen Beziehungen. Ja, natürlich, wenn sie sagte, alleinstehend, dann war es auch so, wie sie sagte. Weshalb wollten Sie denn plötzlich Ihre Großtante sprechen? Ja, muss ich Ihnen das sagen, bevor ich eine Audienz kriege? Margarete. Audienz ist gut. Ja, hört sich ja beinahe so an. Außerdem, ich habe etwas durchaus Erfreuliches mitzuteilen. Sie hat geerbt. Ich habe es von einem Rechtsanwalt, der sich bei mir nach meiner Großtante erkundigt hat. Rechtsanwalt? Erkundigt? Hat sich der Mann noch nicht gemeldet? Nein, hier nicht. Bei dir? Nein. Können Sie nicht bitte jetzt endlich meine Tante rufen? Ich muss mich ja schließlich um sie kümmern. Sie ist ja steinalt. Verzeihen Sie. Was Sie heute erbt, gehört morgen mir. Haben Sie geerbt? Anscheinend. Ja. Tatsächlich kam heute Morgen ein Schreiben von einem Rechtsanwalt, ein Violinvirtuose, der kürzlich in New York gestorben ist, hat Frau Oshaupt Geld vermacht. $100,000. Ja, ich war selbst sehr überrascht, aber auch erfreut. Darf man fragen, warum Sie in diesem Testament bedacht worden sind? Oh, das ist eine ganz alte Geschichte. Sie liegt mehr als 40 Jahre zurück. Sie hat vor eben 40 Jahren einen Musikstudenten unterstützt, ihm das Studium bezahlt, weil sie an sein Talent geglaubt hat. Er hatte Erfolg. Das ist doch Dank genug. Ja, aber das Geld nehmen wir natürlich nicht. Da haben Sie doch keine Zweifel, meine Ach, Liebe. Gott, Geld, was ist denn Geld? Wir nehmen das Geld, weil wir es gebrauchen können. Wenn es sich um Geld handelt, sind doch alle Emotionen ganz unangebracht. Ja, schon gut, meine Liebe. Ja, weswegen wir nun hier sind. Ihr Großneffe, Herr Stanz, ist tot. Was? Wie? Der Mann, der mich gestern Morgen besuchte? Ja, er ist überfahren worden vor einem Weinlokal in der Innenstadt. Er war sofort tot. Sonderbar. Nach 20 Jahren höre ich von einem Verwandten und verliere ihn. Einen Tag später. Das ist schmerzlich. Bleibt es nur übrig, uns für die Störung zu entschuldigen. Aber ich bitte Sie. Ich bedauere, dass ich nicht mithelfen konnte, diesen unglücklichen Vorfall aufzuklären. Dieser Verwandte, um es noch einmal zu betonen, war ein entfernter Verwandter, dass ich nicht einmal... Ich bitte Sie, es mir nachzusehen. Genügend Mitgefühl empfinde. Sehr schlimm. Nein. Ich habe eine junge Dame, der man nun wohl die Hand küssen muss. Ach was, für mich ist sie, was sie war, ein Kind, unser Kind. Und deshalb küsse ich sie auch. Es wird doch niemand etwas dagegen haben. Weg von hier, nimm die Koffer und geh rauf. Polizei? Ja. Ja, und was habt ihr ihnen denn gesehen? Entschuldigung. Das ist Fräulein Schönerer. Sie ist die Enkelin einer früheren Bewohnerin dieses Hauses. Guten Tag, grüß Gott. Guten Tag, ja, grüß dich. Herzlich, herzlich willkommen. Nun geht bitte hinauf, nicht? Margarete, zeigst du das Zimmer? Ja, das ist das Zimmer, das du kennst, dein Zimmer. Verzeihen Sie. Ja, bitte? Darf man fragen, wer Sie sind? Das ist mein Neffe, Herr Ullmann. Er ist Maler, Kunstmaler. Er hilft uns manchmal, wenn wir jemanden brauchen. Ja, das ist richtig. Ich habe Fräulein Schönerer vom Bahnhof abgeholt. Sie kommt aus Hamburg, sie hat dort... Aber das ist doch jetzt nicht wichtig. Mein Liebes. Guten Tag. Sie sehen so gut aus wie immer. Ach. Aber ich vermisse jemanden.
Wo ist denn Frau Osshaupt? Woran denkst du? Ich kann mir nicht helfen an Frau Osshaupt. Eine attraktive Frau. Ja, das ist sie. Die muss ja früher mein Bild hübsch gewesen sein. Sieht mir ja heute noch an. Ja. Weißt du, ich hatte den Eindruck, als spiele sie uns die ganze Zeit da irgendetwas vor. Ja. Es war sowas wie die große Szene für sie. Und sie hat das ehrlich genossen. Ja, da ist was dran. Die ganze Zeit sehe ich sie vor mir. Irgendetwas an dieser Frau ist. Wir sollten sie es. Ist bemerkenswert. Ihre ganze Art, wie sie spricht, ich kann es nicht erklären. Vielleicht haben das ältere Leute so an sich. Entweder sind sie wieder fast kindlich oder weise. Überlegen. Na, haben Sie sich von Ihrem Schock erholt? Einigermaßen. Zuerst hatten wir Bedenken, dass der Besuch hier nachlässt. Todesfall direkt vom Lokal. Ja, machen Sie mir keine Sorgen. Tote werden schnell vergessen. Anfangs hatten wir große Schwierigkeiten, aber inzwischen wird langsam besser. Jetzt haben Sie sicher ein paar Stammkunden. Ja. Stammkunden sind ja nochmal das Rückgrat eines Lokals. Der junge Mann, der da gerade reingekommen ist, ist das auch ein Stammkunde von Ihnen? Ja, er kommt. Er kommt, öfter. Würden Sie den Herrn an unseren Tisch bitten? Sie meinen. Das ist doch interessant, was? Ja, der muss aber hier ein guter Stammkunde sein. Sie sind die beiden Polizeibeamten, die heute Mittag bei meinen Tanten waren. Das ist richtig. Wollen Sie einen Moment Platz nehmen? Ja, ich habe zwar nicht viel Zeit, aber einen Moment setze ich mich ganz gern. Ist das Ihr Stammlokal? Stammlokal ist zu viel gesagt. Ich bin öfter hier, sagen wir mal so. Ich wohne hier ganz allein. Ach, Sie wohnen nicht draußen bei Ihren Tanten? Nein, um Himmels Willen. Warum? Ist doch sehr hübsch da draußen. Ja, ja, schon. Aber es gibt eine Menge alter Leute, die alle irgendwo was sonderbar sind. Nicht ganz normal. Sie kennen Frau Osshaupt? Ja, natürlich kenne ich sie. Eine ganz reizende alte Dame. Kennen Sie auch Ihren Neffen, Ihren Großneffen, Herrn Stanz? Nie gesehen, aber gehört haben Sie von ihm. Ja. Ich weiß auch, dass er gestern Abend hier überfahren wurde. Hatten Sie sich mit Stanz hier verabredet? Wie kommen Sie denn darauf? Das will ich Ihnen sagen. Stanz versuchte, seine Tante zu sprechen, er trifft sie nicht an. Und dann wissen wir, dass er hier sich mit irgendjemandem verabredet hat, mit einem Mann, wahrscheinlich in einer Sache, die seine Tante betrifft und die Erbschaft. Der einzige Mann weit und breit, den ich mit Stanz in Verbindung bringen könnte, das sind Sie. Ich? Ja, Sie. Ist doch Ihr Stammlokal, nicht? Deshalb meine Frage, hatten Sie sich mit Stanz hier verabredet? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass ich den Mann nie kennengelernt habe. Ja, natürlich nicht. Sie haben sich hier mit ihm verabredet, weil Sie ihn kennenlernen wollten. Sie gehen ja ganz schön auf mich los. Was für einen Wagen haben Sie? Fahren Sie einen Golf? Nein, ein Audi. Sie haben hier eine Delle in der Stoßstange. Ja, da bin ich in der Garage gegen die Wand gefahren. Gegen einen Werkzeugkasten. Das war vor einem Jahr. Wohl ergebnislos, was? Eine Aktion, die ins Leere ging, kann man das sagen? Schon in Ordnung. Gehen Sie nur wieder rein, Ihr Freund, Herr Stenger, wartet auf Sie. Mein Freund, wie kommen Sie denn darauf? Der Mann ist nicht mein Freund. Ich möchte nur meinen Wein trinken. Ich sagte ja, gehen Sie rein. Danke. Ich bin sicher, dass er der Mann ist, der Sie mit Stanz verabreden wollte. Der Wirt weiß das, aber er sagt nichts. Frage, warum? Danke, guten Tag. Alles gut. Wer spielt denn hier so herrlich Violine? Das ist Annabelle. Das klingt ja ausgezeichnet. Nicht wahr? Sie ist Virtuosin. Sie gibt morgen Abend in München ein Konzert. Ja, das ist ihr erstes wirklich großes Konzert. Nach ihrer Ausbildung auf dem Konservatorium in Hamburg. Ihre große Förderin ist Frau Osshaupt. Wieder Frau Osshaupt? Ja, sie hat es als eine ihrer Lebensaufgaben betrachtet, junge Musiker zu fördern. So, jetzt auf Fräulein Schönerer. Ja. Also,
Meine Herren, was wollen Sie? Annabelle übt für ihr Konzert und wir hören ihr zu. Ja, wir dürfen da nicht stören. Ja, das verstehe ich. Wir möchten uns gerne in Ihrer Garage umsehen. In unserer Garage? Ja, wir interessieren uns für Ihre Autos. Welche Autos Sie benutzen? Bitte, bitte, Margarete. Gib dem Herrn den Garagenschlüssel. Die Garage ist nicht abgeschlossen. Vielen Dank. Ja, was sagt man denn da dazu? Was ist denn das für einer? Ja? Austro Daimler. So, das haben wir in den 20er Jahren gebaut. Das ist ja ein Traum von einem Auto, hä? Wie kommt denn der hierher? Initialen. R.O. Regina Aushaupt. Schon wieder. Die Dame spielt eine große Rolle. Mhm. Ganz schön abgesichert für so einen alten Schuppen, was? Ja. Kannst du was sehen? Ja, die Hütte ist völlig leer. Was, völlig leer? Da hängt ein Kruzifix an der Wand. Ja, und sonst nichts? Nee, sonst nichts. Sag bloß, dass du Musik nicht gerne hast. Doch, natürlich. Mich stört nur, dass man zwischendurch nicht mal aufstehen kann. Zu lange, sowas dauert mir einfach zu lange. Was machen Sie denn hier? Ehrengäste. Von wem haben Sie eigentlich die Karten? Doch nicht etwa von Frau Aushaupt? Nein, von Ihrer Tante. Von meiner Tante Helene, natürlich. Haben Sie Verwandte? Ich habe tatsächlich welche. Auch Tanten darunter, die nicht ganz richtig im Kopf sind? Verzeihung, nichts gegen alle Tanten dieser Welt, aber manche sind schon sehr anstrengend. Oh! Sie sind gekommen. Das ist sehr gut, sehr gut. Die Polizei ist anwesend. Sie wird sich davon überzeugen können, wie richtig es ist, junge, begabte Menschen zu fördern. Und darin auch unermüdlich zu sein. Das ist ein großer Augenblick für Sie, Frau Aushaupt. Ja, das ist es. Ein Augenblick größter Befriedigung. Ist es gut besucht? Ja, wie geht es, Annabelle? Wie ist Ihre Stimmung? Ich weiß es nicht. Aber das ist doch das Wichtigste, was uns alle interessiert. Bitte zeig uns unsere Plätze, ja? Ja, natürlich. Sie entschuldigen uns. Aber ja, natürlich. Hi. Ja, bitte? Guten Abend. Guten Abend. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber wir haben uns vorgestern gesehen im Haus Abendfrieden, als Sie ankamen. Ach ja, ich erinnere mich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Tja, wir haben zwei Ehrenkarten bekommen. Und ich wollte nur sagen, dass wir uns sehr auf den heutigen Abend freuen. Sie freuen sich, aber ich bin sehr nervös. Ach, Sie brauchen doch nicht nervös zu sein. Ich habe Sie gestern Mittag gehört. Gestern Mittag? Ja, wir waren draußen und ich habe Sie zufällig spielen hören. Also so wie Sie spielen, brauchen Sie bestimmt keine Angst zu haben. Ich habe Sie, aber ich muss Sie wahrscheinlich auch haben. Verzeihen Sie, welche Beziehung haben Sie eigentlich zum Haus Abendfrieden? Ich bin durch Herrn Stanz, bin ich mit dem Haus Abendfrieden bekannt geworden. Herr Stanz? Ja, ich habe diesen Namen mal gehört. Frau Aushaupt hat ihn mal erwähnt. Es ist ein entfernter Verwandter von ihr. Sie kennen Frau Aushaupt? Ja. Ich verdanke ihr sehr viel. Schade, dass sie nicht da sein kann heute. Ja, aber sie ist doch da. Frau Aushaupt? Aber sie ist doch krank. Sie ist doch gar nicht in München. Aber ich habe sie eben gesehen. Was? Also Frau Aushaupt ist nicht dabei. Ja, aber die Dame neben den beiden Schwestern. Das ist Frau Balotti, eine ehemalige Schauspielerin. Was ist mit Frau Aushaupt? Die ist krank und gar nicht in München. Na, und unsere Frau Aushaupt? Ist eine ehemalige Schauspielerin. Die uns was vorgespielt hat. Ja, und die anderen haben das alles gewusst. Das Mädchen sagt im Dodo aus. Ja, sie ist dort untergebracht, sie weiß aber nicht, wo es ist. Dodo. Wie heißt Tod auf Bayerisch? Tod? Totenhaus. Das Kruzifix. Wie kommen Sie dazu, das Konzert auf diese Weise zu stören? Was wollen Sie denn? Kommen Sie bitte mit. Mitkommen? Wohin denn? Kommen Sie, bitte. Da ist was. Ein Sarg. Und wer ist in dem Sarg? Frau Aushaupt. Frau Aushaupt war es, die an Annabelle geglaubt hat, die sie finanziell unterstützt hat.
Ja, ohne diese Unterstützung hätte Annabelle ihr Studium aufgeben müssen. Annabelle, hattest du Geld? Nein. Nein, nicht einen Pfennig hatte sie. Nur Talent. Und was für ein Talent. Das, Frau Oshaupt, förderte sie allein. Mit ihrem Geld. Sie bekam eine hohe Pension. Sie konnte sich diese Unterstützung schon leisten mit dieser Pension. Sie hat schon immer ein schwaches Herz gehabt. Sie bekam einen Infarkt. Sie hinderte uns daran, zum Arzt zu gehen. Sie sagte, es geht zu Ende, ich weiß es, ich fühle es, holt keinen Arzt. Dann machte sie uns einen Vorschlag. Wenn ich sterbe, dann meldet meinen Tod nicht. Ihr wisst es, ihr und niemand sonst, und sonst niemand wird sich auch dafür interessieren, denn ich stehe ja allein, völlig allein. Und aber ich bekomme auf diese Weise meine Pension weiter. Ihr bekommt sie, nein, Annabelle bekommt sie. Ich kann fertig studieren, denn an dieses Talent glaube ich. Ich habe mich auch nie geirrt. Sie ist gestorben und wir haben es nicht gemeldet. Wir haben sie begraben. Wir alle gemeinsam, feierlich, mit allen Ehren. Und wir haben die Pension weiterempfangen, Annabels Studium bezahlt und wir haben ihren letzten Willen erfüllt. Ihr Vermächtnis. Sie haben damit kein Vermächtnis erfüllt, Sie haben die Gesetze übertreten. Wann starb Frau Oshaupt? Vor über einem Jahr. Es ging alles gut. Bis die Erbschaft kam. Und ein Herr Stanz sich meldete. Da gerieten wir ernstlich in Schwierigkeiten. So, und jetzt kommt Ihre Geschichte, nehme ich an. Ja, ja, das ist richtig. Jetzt beginnt meine. Sie werden mir das vielleicht nicht glauben, aber ich hatte keine Ahnung. Das, was Sie da jetzt hörten, das habe ich vor 3 Tagen erfahren. Zum ersten Mal erfahren. Ich war völlig fassungslos. Ich sah auch überhaupt keinen Ausweg. Ich wollte ja niemanden reinreißen. Meine Tanten, die alten Leute. Ja gut, und da habe ich mich dann mit Stanz verabredet. Hallo? Wer sind Sie denn? Wer spricht denn da? Das spielt doch keine Rolle. Ich möchte Sie gern sprechen, noch heute Abend, falls Sie Zeit haben. Diese Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, jedenfalls nicht jetzt. 19 Uhr. Wo ist das? Ja, ist gut, aber wie erkenne ich Sie da? Bei wem soll ich mich melden? Beim Wirt. Und was soll ich da sagen? Ja, ist gut, aber ich sage Ihnen gleich, ich finde das alles ziemlich merkwürdig. Ich wollte ihn überreden. Ich wollte ihm die Wahrheit sagen und hoffte, dass er den Mund halten würde. Schließlich hätte er das ja alles sowieso gehabt. Ich bin dann zu dem Lokal hingefahren. Und da sehe ich jemand in sein Auto steigen. Ich dachte nur, fabelhaft, er fährt weg. Das ist ein Parkplatz. Der Wagen fuhr schnell für mich. Mensch, pass doch auf! Da wusste ich auch nicht, dass es Stanz war. Der Mann, mit dem ich mich verabredet hatte und der nun tot auf der Straße lag. Ich habe gesehen, wer Stanz überfahren hat. Wer war's? Die Wirtin des Lokals. Frau Stenger war es. Sie saß am Steuer. Frau Stenger hatte Streit gehabt mit ihrem Mann, war aufgeregt, hatte sich in den Wagen gesetzt und war losgefahren. Und hat dann wie in Panik reagiert, als sie gemerkt hat, was passiert war. Ich bin dann zu Stenger und habe ihm gesagt, deine Frau, Beate, war's. Ich habe sie erkannt. Aber er bat mich, nichts zu sagen. Er flehte mich an. Ja, da war ich in der Klemme. Was sollte ich denn tun? So war's.